Hallo, ich bin Mariana und ich habe mir heute mal vorgenommen, hier das kulturelle Leben in Karlsruhe zu testen. Und da ich mich mehr für Theater und Kunst allgemein interessiere, werde ich hier eben mal das Theater und ein paar Museen austesten. Hi, ich bin der Bülent und ich möchte heute die Kulturstadt Karlsruhe testen. Und für mich ist Kultur Kino, Kneipen und Disco. Okay, tschüss. Tschüss. An Angeboten mangelt es überhaupt nicht. Jeder, der etwas haben will, bekommt bei uns das richtige Angebot. Nur bitte ich, nicht sitzen bleiben zu Hause, nicht den Fernseher laufen lassen, sondern die Tür aufmachen, rausgehen, die Stadt anschauen, in Industriegebieten, in der Innenstadt, in Wohngebieten, wo auch immer Sie hinkommen, Sie können etwas machen. Sie haben es in der Hand. Ich habe mir jetzt im Schloss eine Ausstellung zur Antike angeschaut und die fand ich auch sehr interessant. Und ich finde auch insgesamt, dass das Schloss eigentlich eine super Kulisse ist für Ausstellungen. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal hier hinzugehen. Ich war jetzt im ZKM, der Film war echt gut. Das ZKM bietet zudem noch das Museum und die Kulisse ist ja auch ganz gut. Zudem besteht noch die Möglichkeit, an die Bar zu gehen. Also Vernissagen, gerade wie hier in der Majolika, die ich mir eben angeschaut habe, das finde ich immer total klasse, weil man sich mit Leuten austauschen kann und nicht mit dem Kunstobjekt jetzt alleingelassen ist, gerade wie es heute in dem Badischen Landesmuseum war. Da habe ich es ein bisschen vermisst. Also finde ich total klasse. Ich bin jetzt im Café Museum. Die Atmosphäre ist, wie man sieht, ganz gut. Man kann auch hier ab und zu Leute kennenlernen. Es eignet sich einfach dazu, auch mal sich hier warm zu machen, um später dann in die Disco zu gehen. Also mein persönlicher Höhepunkt des Abends war jetzt natürlich ein Theaterbesuch, der ja gerade hier in Karlsruhe unumgänglich ist. Das Badische Staatstheater und das Karlsruher Publikum sind einfach super gut, spontan. Also es macht wirklich Spaß, hier eine Vorstellung zu besuchen. Hier im Eisenstein und hier ist die Stimmung wirklich toll. Das war wirklich jetzt der Höhepunkt des Abends und da ich jetzt wirklich echt gerne tanze, werde ich bis heute Morgen bis um 5 abtanzen. So, auch wenn es jetzt regnet, kann man wohl auf jeden Fall von meiner Seite sagen, dass man hier in Karlsruhe auf jeden Fall etwas machen kann. Und ich würde hier auf jeden Fall wieder den anspruchsvolleren Kulturweg verfolgen. Für mich war es auch ganz interessant heute. Vor allem hat mir die Disco am Schluss gefallen und ich denke, es ist auf jeden Fall toll, wenn es jetzt jeder mal testen würde.